Ja, was haben wir denn hier? Maxify reagiert auf den Palexify-Song. Ach stimmt, ist der neu, Palexify? Ja, rein da, Alter. Hey, Leute. Warte, so. Ja, kein Problem. Guck mal, jetzt ist es perfekt. Paluten und Maxify gucken sich das jetzt praktisch zusammen an. Let's go. Und willkommen zu einer weiteren Reaktion. Heute schauen wir uns einen weiteren Song an von Lukas. Ja, Lukas, der Rapper. Ja, Lukas, der er Rapper. Hat letztens ein Lied zu mir gemacht. Schau vorbei. Maxify-Song. Der war unglaublich geil. Und, seht ihr das? Seht ihr das? Die ganzen Herzen dabei, oi. Ach, guck mal, hier bei Maxify ist aber auch richtig feiner, weihnachtlich. Ich habe hier keinen Baum. Und das Ganze ist, by the way, on stream. Deswegen gibt es hier einen Chat, der euch gerade alle begrüßt bei YouTube. Ja. Wow. Okay, ich würde sagen, Leute, wenn euch das so gefällt, könnt ihr natürlich gerne bei Lukas vorbeischauen. Der Link ist in der Videobeschreibung und könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Ja, mache ich. Ich abonniere alles. Team Paluten, Maxify. Okay, ich Lukas. Bin ready. Oh. Ich bin ready. Drei. Ich bin auch richtig ready. Zwei. Am Facecams eins. Passen? Ja. Hä? Stark. Stark, YouTube. Ja, stimmt, wir haben schon geahnt. Da bahnt sich etwas an. Sie hielten es erst klein, doch jetzt ist es nie mehr geheim. Und Junge, sie hielten es geheim. Ja, es war alles underground. Ich habe hier gerade Probleme mit meiner Kamera. Wie positioniere ich die denn? Weil ich lehne mich ja dann immer zurück auf den wunderbaren Team Palutenstuhl. Super Qualität, made in Germany. Hashtag Werbung. Link dazu ist in der Videobeschreibung. So, jetzt aber weiter hier. Das ist klar, war der Shipping-Name auch am Start. Und mittlerweile gehen sie Arm in Arm. Eine neue Liebe. Eine neue Liebe, eine neue Liebe, eine neue Liebe, eine neue Liebe. Wie ist Chat? Wie ist es? Eine neue Liebe, eine neue Liebe, eine neue Liebe, Palexify. Vor allem, sorry fürs Unterbrechen, ich glaube, Paluten ist ja auf den Namen gekommen, ne? Er war so ein bisschen am Überlegen, als wir gespielt haben. Entweder irgendwas mit Kürbisdino, Palexify, Palmexify. Und anscheinend sind wir jetzt am Ende des Tages auf Palexify gelandet. Ja, warum denn nicht? Ja. ist ganz süß, I guess. Ich finde das auch eigentlich ganz gut. Aber Leute, ihr wisst, mein Herz gehört nur einer Person. Natürlich Mini-Paluten. Nein, Leute, ganz ehrlich, komm. Maxify ist ein Süßer. Ist ein netter Kerl. Aber mein Herz gehört der kleinen süßen Maske und seinen zwei buckligen Freunden. Denn ganz ehrlich, der Freedom Squad, der ist Love. Okay, weiter. Manchmal kommt es vor, dass einer der Imposter ist. Und vielleicht tun sie manchmal so, als wäre es bloß ein Witz. Ja, viele denken auch, Manu wäre jetzt sauer. Doch Liebe kennt keine Zahlen und keine Mauern. Stimmt. Dieser Song, Alter. Oh, man. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, man sieht es auch so ein bisschen an Maxifys Gesicht, der auch ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Ah, gute Zeit, Leute. Gute Zeit. Oh, ich muss mal mein Fenster aufmachen. Hier wird so heiß. Ich finde es so süß, ne, irgendwie. Das Ding ist, ich bin noch nicht einmal in Among Us nach 500.000 Jahren. Nicht einmal im Paluten Imposter. Das stimmt, das muss ich auch sagen. Was ist denn da los mit diesem Spiel? Warum, ich werde hier ständig mit Timid und Wintercracker und vielleicht mal Maudado Imposter, aber nie mit meinem kleinen grünen Goblin, Alter. Wann ist endlich der Tag? Wann ist der Tag, dass Paluten und ich einmal zusammen Imposter werden? Das kann doch nicht sein. Game, wieso? Ich war gefühlt mit jedem schon Imposter, nicht mit Paluten. Warum? Ja. Das Spiel hasst uns. Herzen in den Chat! Herzen in den Chat, ja! Da kommen die Herzen! Die Herzen sind da! Der Tag wird kommen, hat gerade jemand geschrieben. Ja, viele, viele Herzen da am Start. Oha! Liebe! Und jetzt alle die Hände hoch, Leute! Alle die Hände hoch! Man will irgendwie mitsingen, aber ich kann nicht singen.
Eine neue Liebe. Ich meine, ich habe das ja schon mehr als unter Beweis gestellt, wie gut ich singen kann. Also Leute, hier nochmal, ne? Paluten singt Call Me Maybe. Hey, I just met you. And this is crazy. I can't get my number. So call me maybe. Warte, der Part hier, der geht ja voll unter die Haut. Warte. Eine neue Liebe. Eine neue Liebe. Ah, ich fühle den Song. Ja. Ich fühle. Okay, Chat, ich verschwinde jetzt wieder. 3, 2, 1. Nein, nicht so. Ah, das. Also sorry, da kann ja wohl Ed Sheeran kann ja mal einpacken. Der hat, glaube ich, auch einen neuen Song gemacht oder so. Muss ich aber sagen, jetzt mal kurz off-topic, ich bin ja ein sehr großer Ed Sheeran-Fan tatsächlich. Aber bei seinem neuen Song, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde, da ist so ein richtig krasser Autotune drin. Bin ich der Einzige, der, also, na, wahrscheinlich hören die meisten den gar nicht. Aber ich finde ihn klasse. Hat schöne, viele Songs gemacht. Oh, das war's schon. Oh, er Quatsch hier, aber jetzt aber. Muss ich jetzt einen Kommentar schreiben. Und zwar eine neue Liebe. So. Und direkt ein Like da gelassen. Leute. Ihr könnt gerne bei Lukas vorbeischauen. Der Song ist mega cute. Ja, finde ich auch. Ich finde das cool. Und wie der ein oder andere sagt schon wieder, ja, Fremdscham oder sonst was. Und weil ich möchte dieses andere Wort. Weil wir haben ein Wort dafür. Warum sagen, nehmen wir nicht das deutsche Wort dafür? Fremdscham. Muss ich sagen, mein Gott, ganz ehrlich, es ist doch einfach alles nur Spaß. Es ist ein leichter, floggiger Song. Und die Leute müssen auch einfach mal so ein bisschen über ihren eigenen Schatten springen und nicht zu jedem immer sagen, oh, wie peinlich das ist. Ach, Leute, ihr nehmt euch alle manchmal viel zu wichtig. Das ist das große Problem. Ich glaube, wenn Leute sich nicht immer selbst so wichtig nehmen würden, dann wäre schon viel gewonnen. Aber nur gut. Song gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja, mach ich. Achso, da bin ich ja jetzt gar nicht auf dem Song. Lass ihn liebe Grüße da. Ja, bei dir mache ich aber auch einen Magi. Wunderbaren Song. Ich bin übrigens hier auf meinem Twitch-YouTube-Kanal. Vielen Dank für den Song. Deswegen habe ich Maxi Fire nicht abonniert. Ich habe die Mini-Reaktion gefallen zu dem super süßen Song von Lukas. Ja, aber warte mal, was schreiben denn hier die Leute? Wir müssen uns den Tag im Kalender markieren, an dem Palexify zusammen mit Poster werden. Ja, das ist die Frage. Jetzt musst du noch Paluten darauf reagieren. Ja, deshalb habe ich ja gemacht. Weißt du, jetzt haben wir praktisch die Double-Reaction auf das Video. So, warte mal, jetzt sind wir hier auf dem... Ja, hier, guck mal. Da lassen wir aber auch mal ein Like da bei Lukas, dem Rapper. Eine neue Liebe. Ja, da gebe ich auch einen Daumen nach oben. Hat auch voll viele Daumen nach oben. So, was macht denn Tim mit da? Ich bin eifersüchtig? Sag mal. Und Palosaft ist nur eine Affäre, wenn Maxi wieder mit Timid unterwegs ist. Was denn mit Maxify und Timid, Alter? Findet jemand den Song auf Spotify? Kommt noch online. Kann man könnte ich jetzt auch, weißt du, einen Song, ich habe doch noch hier den Stausong, den jemand mal gemacht hat. Warum bringen wir den denn nicht mal auf Spotify und so weiter? Hier, Kürbis Production, der müsste, der gute alte Stausong. Denn wir stehen schon wieder im Stau. Super viel Spaß im Auto. So. Jetzt kommt der Drop. Super viel Spaß im Auto. Denn wir stehen schon wieder im Stau. Da müsste ich mir mal, weil das hat ein Zuschauer, hier jetzt Shabby. Da müssten wir uns mal die Erlaubnis von Shabby holen, dass dann der Stausong aber mal hier auf Spotify kommt. Da gibt's doch hier, heute wird gebackt. Heute wird gebackt. Heute wird gebackt. Heute backt die Dieselleinen super Kuchen. Junge, das ist einfach so geil. Das hab ich tatsächlich sozusagen selber eingesprochen, logischerweise. Aber auch die Mucke und dann habe ich ja alles gemixt. Wird gebackt. Heute wird gebackt. Heute backt die Dieselleinen super Kuchen. Ja, wenn er das mal machen würde für Manuel. Ja, der kommt bald, Leute. Ich sag's euch.